denke, dass wir im internationalen Austausch weiter über die Zukunft der Genossenschaften und deren Weiterentwicklung sprechen sollten auf einer regelmäßigen Basis. Ich nehme mit, dass unglaublich sympathische Menschen unterschiedlichster Herkunft, unterschiedlichster Branche in einer herrlichen Synergie Gedanken gesammelt haben und bereit waren, diese weiterzuverteilen. Entscheidend sind die Prozesse, die regional gestaltet werden. Denn dort kommt man an die Menschen heraus. Denn die Transformationsprozesse werden nämlich nicht nur in Brüssel, in Mainz, in Berlin oder Washington gestaltet. Nein, sie werden vor Ort gestaltet. Dort müssen die Menschen mitgenommen werden, abgeholt werden, wo sie sind. Wir versuchen wirklich auf einem ganz hohen Niveau, auf professioneller Ebene, diese Händler und Handwerker zu unterstützen. Das ist die Kernidee. Und wenn Sie gelesen haben, kooperatives Wirtschaften, dass das der Titel ist, und dass wir eben diese Dinge miteinander verbinden, dann ist das das, was wir eigentlich tun. Dass wir für mittelständische Unternehmen, für mittelständische Strukturen das entsprechend umsetzen. Gerade die gestrigen Diskussionen über die Werte, über die Möglichkeiten, die uns gerade in der heutigen disruptiven Zeit die Genossenschaftsidee bietet, hat mich davon nochmal vertieft überzeugt, dass dieses Format Kaleidoskop eine wunderbare Chance ist, uns da in der Breite zu vernetzen und Gedanken auszutauschen. Für mich waren die zwei Tage ein total wertvoller Austausch, unheimlich inspirierend und hat mir nochmal gezeigt, wie wichtig werteorientierte Führung ist. Neben vielen tollen Ideen, die durch den Austausch entstanden sind, nehme ich vor allem eins wieder mit: die Erkenntnis, Genossenschaft sind Menschen, die einander begegnen.